Sie alle sind Mitglieder der Demokratischen Partei, doch wenn es darum geht, die Person zu bestimmen, die bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump antritt, werden aus Mitstreitern Widersacher. Der 78-jährige Senator Bernie Sanders ist manchen Amerikanern zu radikal. Für andere wiederum ist das genau der richtige Ansatz. Wir werden im ganzen Land gewinnen, weil das amerikanische Volk die Nase voll von einem Präsidenten hat, der die ganze Zeit lügt, so Sanders. Elizabeth Warren hat sich wie Sanders den Kampf gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit auf die Fahne geschrieben. Die 70-jährige ehemalige Juraprofessorin will unter anderem eine staatliche Gesundheitsversorgung für alle. Sanders und Warren werden mitunter als zu links eingestuft, um bei der Präsidentschaftswahl gegen Trump eine Chance zu haben. Joe Biden, Vizepräsident unter Barack Obama, positioniert sich anders. Ich bin aus einem ganz einfachen Grund Demokrat. Ich bin kein Sozialist, kein Plutokrat. Ich bin Demokrat. Und darauf bin ich stolz. In vielen Punkten lag Biden mit Pete Buttigieg auf einer Wellenlänge und musste deshalb Stimmen an den 38-Jährigen abgeben. Gut für Biden, Buttigieg zog seine Kandidatur zu Wochenbeginn zurück. Noch besser für Biden, auch Amy Klobuchar aus Minnesota warf das Handtuch, um künftig Biden zu unterstützen. Deshalb stieg die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii in die Top 5 der Bewerberliste auf. Sie bleibt aber krasse Außenseiterin. Der frühere Bürgermeister von New York, Milliardär Michael Bloomberg, nahm erst spät den parteiinternen Wahlkampf auf. Viele Anhänger der Demokraten vermissen bei den Bewerbern eine Prise der Begeisterungsfähigkeit von Trumps Vorgänger Barack Obama. Sie wünschen sich ein bisschen Yes, we can. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute